Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Ramona vom Binstempeln und melde mich aus einer etwas längeren Drehpause zurück. Ab sofort möchte ich wieder mehr Anleitungsvideos hier zeigen. Wahrscheinlich nicht wie gewohnt jede Woche, aber zumindest mal alle 2 Wochen. So ist zumindest der Plan. Und wer meinen Kanal noch nicht kennt, hier dreht sich alles um die Produkte von Stamping Up. Ich zeige dir also Bastelideen, Anregungen, wie du zum Beispiel Grußkarten basteln kannst, Grußkarten in verschiedenen Kartenformen oder Geschenkschachteln oder Goodies. Und heute möchte ich aber kein Bastelprojekt mit euch machen, sondern ich möchte mit euch gerne den neuen Jahreskatalog durchblättern und der ja ab sofort gültig ist. Ab sofort kann daraus bestellt werden und wir dürfen ihn endlich auch mal von innen zeigen. Und wenn du noch keinen Katalog hast und keine Demonstratorin, kannst du dich gerne bei mir melden, dann schicke ich dir ein Exemplar zu. Du findest aber auch unten im Bestellformular unterhalb des Videos. Und ja, wer Stamping Up noch nicht kennt, das ist ein familiengeführtes Unternehmen. Die gibt es schon seit über 35 Jahren und die haben ihren Sitz in Utah und vertreiben Bastelmaterial. Das ist ein sogenannter Direktvertrieb. Das heißt, du kannst die Bastelmaterialien nur über sogenannte Demonstratoren bestellen, also wie jetzt zum Beispiel über mich. Und ja, das Video, was ich heute zeige, soll ein Infovideo sein für diejenigen, die vielleicht noch keinen Katalog haben oder die Stamping Up erstmal kennenlernen wollen. Dann zeige ich euch auch die neuen Produkte und auch den Aufbau will ich euch so ein bisschen erklären, denn der Katalog ist komplett anders aufgebaut wie die vorherigen Kataloge. Das sieht man ja auch schon am Cover, ganz anders aufgebaut. Aber ich muss sagen, am Anfang habe ich mich schwer getan, weil ich halt die alten Kataloge gewohnt war. Mittlerweile finde ich ihn richtig gut. Gut, das eine oder andere muss ich noch suchen. Aber für Anfänger ist es wirklich toll aufgemacht, muss ich sagen. Genau, und ich will jetzt gar nicht länger reden, sondern jetzt durchblättern. Im Anschluss zu der Katalogtour möchte ich euch noch 3 Aktionen zeigen. 2 von mir, also von mir persönlich, und noch eine Aktion von Stamping Up. Also bleibt gerne bis zum Schluss dran. Ja, und dann fangen wir schon mal an auf der Seite 3. Da findest du ein grobes Inhaltsverzeichnis, was du wo findest. Du findest auch hier die Symbole, die du nochmal nachlesen kannst, die du immer mal wieder im Katalog siehst. Und dann geht es auch schon auf die Seite 8 und 9. Hier siehst du unsere Kreativsets. Das sind also Anfängersets, komplette Sets mit Zubehör in einer Schachtel quasi, mit denen du beginnen kannst, wenn du noch gar nicht so genau weißt, was soll ich mir denn eigentlich holen. Ne? Sind diese Kreativsets ein guter Start, will ich mal sagen. Hier hast du auch immer eine Bastelanleitung mit dabei. Da bekommst du Schritt für Schritt erklärt, wie du was zusammensetzt. Und die Kreativsets, die findest du auch im Online-Shop von Stamping Up. Da gibt es extra eine Kategorie, die nennt sich Kreativsets. Dann blättern wir weiter. Auf der Seite 16, da findest du so die Top 10 von Stamping Up, wo sie sagen, das benötigst du, um mit dem Basteln anzufangen. Also ganz typische Sachen wie Schere, Kleber, Abstandspads, ein paar Stamping Spots. Ne? Das sind so kleine Stempelkissen, mit denen man anfangen kann. Ein Acrylblock, um den Stempel aufzubringen. Natürlich auch ein Stempelset und auch Papier. Und dann gehen wir weiter auf die Seite 19. Da findest du sogenannte Zierelemente-Mixe. Auch total Anfänger geeignet. Da kannst du ganz schnell einfache, ja, Grundkarten basteln, will ich jetzt mal sagen. Da gibt es verschiedene Mixe, zum einen nur mit Sprüchen, dann verschiedene Motive gibt es einen Mix, dann hier mit den Blumen und auch nochmal mit Etiketten. Was du dazu benötigst, wäre vielleicht dann noch ein Stempelset mit Sprüche und vielleicht noch hier so ein Set mit Karten und Umschläge. Da ist ja immer eine Kartenbasis dabei und ein passender Umschlag. Und damit kannst du dann ganz schnell schöne Karten gestalten. Du findest auch immer wieder Inspirationen, hier Bilder, wie du das Ganze dann aufbauen kannst. Also fand ich auch eine tolle Idee, gerade für Anfänger, denke ich, ist es ein toller Einstieg.
Hier findest du dann auch noch mal ein paar Inspirationen dazu. Dann auf der Seite 22, das fand ich auch total cool, dass die jetzt in den Katalog Kartensketche mit reingebracht haben. Ein Kartensketch ist, wenn du zum Beispiel nicht weißt, wie sollst du eine Karte aufbauen, können diese Sketches sehr hilfreich sein. Ich zeige dir das mal näher. Ne? Da siehst du zum Beispiel, Moment, ich muss es anders erhalten. Hier zum Beispiel der Sketch. Ne? Da hast du einfach nur einen Kreis, den du ausgestanzt hast, ein kleines Etikett obendrauf und eine Schleife und schon hast du eine schöne Karte gestaltet. Ne? Also da kannst du dir immer wieder Inspirationen holen, wie du zum Beispiel eine Karte aufbauen kannst. Auf der Seite 23 siehst du die ganzen Farbfamilien, die Stamping Up anbietet. Hier oben siehst du auch nochmal die ganzen Farben, die jetzt in den Pastellfarben drin sind. Hier die Signalfarben und so weiter. Ne? Eine grobe Übersicht. Und hier fangen wir dann auch schon an mit den neuen Stempelsets. Das sind Sprüchesets, einmal in Englisch und einmal in Deutsch. Und ja, das sind so kleine Motive drin, wie hier der Hase, der Pinguin, ein kleines Schiffchen. Und hier findest du auch wieder Beispiele dazu und auch das Symbol mit dem Kartensketch, wie zum Beispiel hier. Ne? Das wäre jetzt quasi der Kartensketch. Ich hoffe, man kann es erkennen. Und das ist das Beispiel, was Stamping Up dann quasi dir zeigt. Ne? Wenn du zum Beispiel jetzt das linke Stempelset nimmst mit dem Schiffchen, das wird einfach gestempelt, zwei Quadrate. Ein bisschen Designerpapier unten drunter, ein Spruch drauf und schon ist eine Karte fertig. Genau. Auf der Seite 26, da findest du die Kartensortimente. Das ist mehr so für Scrapbook-Alben gedacht. Damit habe ich mich allerdings noch nicht so beschäftigt, möchte es aber auch irgendwann mal machen, weil ich es auch sehr interessant finde. Und auf der Seite 29 findest du auch ein paar kreative Anregungen, wie du beispielsweise Geschenkschachteln verzieren kannst. Wenn du zum Beispiel hier das Designerpapier siehst, da gibt es Elemente, die du mit der Schere ausschneiden kannst. Die könntest du dann einfach auf ein Etikett kleben oder auf eine Schachtel und einen Spruch dazu und schon hast du eine schöne, hübsche Verpackung. So, dann blättern wir mal weiter. Auf der Seite 34 geht's los mit den sogenannten Produktreihenkollektionen. Was ist eine Kollektion? Eine Kollektion ist, sind mehrere Produkte, die aufeinander abgestimmt sind, ne, von den Farben und so weiter. Und alles, was du dann quasi auf dieser Seite siehst, du siehst auch hier unten nochmal die komplette Zusammenfassung von einer Produktreihenkollektion, was da drin enthalten ist, kannst du mit einer Artikelnummer bestellen. Die findest du hier oben immer. Das ist eigentlich nur der einzige Vorteil bei einer Produktreihenkollektion, dass du nur eine Artikelnummer eingeben musst und nicht jedes einzelne eingeben musst. In dem Fall wären es 4 Artikeln. Also du hast hier auch keinen Sparvorteil. Da ist der Preis genauso, als wenn du das einzeln kaufen möchtest. Das ist so ja, die Definition von einer Produktreihenkollektion. Und da findest du auf den nächsten Seiten alle Produktreihen. Im alten Katalog war es ja so, dass sie immer mal zwischendrin waren. Stamping Up hat es jetzt hier am Anfang hingemacht. Ne? Und ich blätter einfach mal so ein bisschen durch. Hier siehst du zum Beispiel Designerpapier und wenn du sagst, Mensch, damit möchte ich gerne was basteln, mir fehlt aber noch der passende Farbkarton, dann hast du hier unten eine Farbskala. Da wird dir dann nochmal gezeigt, welche Farben in dem Designerpapier enthalten sind, sodass du dich danach orientieren kannst, welcher Farbkarton dazu passt. Genau, dann kommen wir hier an eine sehr bunte Produktreihenkollektion. Also ich gehe das alles ein bisschen schneller durch. Ich zeige jetzt einfach mal die Produkte, was es alles Schönes gibt. Hier mit den Enden. Ganz tolles Papier im Aquarell-Look.
das Landhausglück mit diesem schönen Vogelhäuschen, auch total schön. Da gibt es die Stanzform dazu, die findest du dann auf der Seite 50 beispielsweise. Hier ist ein ganz tolles Designerpapier in Holzoptik, super schön, habe ich mir auch schon bestellt. Dann hier die Produktreihe voller Liebe und Schönheit. Da komme ich dann später nochmal dazu. Da zeige ich euch noch was. Genau, das sind so die Produktreihen. Und auf der Seite 57 findest du dann die sogenannten Produktpakete. Produktpakete bedeutet, das sind meistens 2 oder 3 Produkte enthalten. Meistens ist es ein Stempelset und eine Stanzform oder Stempelset und Handstanze. In dem Fall wäre sogar Stempelset, Stanzform und sogar noch Dekoschablonen mit dabei. Und du kannst jedes Produkt natürlich einzeln kaufen. Dann findest du hier immer die Artikelnummern. Du kannst es aber auch als Produktpaket kaufen. Das findest du dann hier oben. Das ist dann quasi mit 10% Sparvorteil im Verhältnis zum Einzelkauf. Genau. Und hier sind dann auch alle Produktpakete erstmal aufgebaut. Und hier auf der Seite 58, da gibt es jetzt eine Besonderheit, das ist neu bei Stamping Up. Und zwar kannst du zwischen 2 Sachen dich entscheiden. Du kannst entweder die Sachen wieder einzeln kaufen, das ist klar. Es gibt aber auch Produktpakete, wo du zum Beispiel das Stempelset und Stanzform kaufen kannst. Oder Stempelset und Handstanze. Die Stanzformen, das sind diese hier, die man durch die Stanzmaschine kurbeln muss. Oder es gibt die sogenannten Handstanzen, das sind die hier. Die hat man halt schnell zur Hand, kann da was ausstanzen. Und auf der Seite ist es jetzt so, dass die Stanzform und die Handstanze vom Preis her gleich sind. Es gibt aber auch ein Produktpaket wie auf der Seite 59, wo du auch noch ein bisschen sparen kannst. Ne, wenn du sagst, nee, ich möchte mir was holen, was nicht ganz so teuer ist, hast du hier die Möglichkeit, Stempelset und Stanzform zu holen, also diese hier wieder. Die kosten im Einzelkauf 14,75 Euro. Du kannst aber auch sagen, nee, ich möchte lieber die Handstanze. Die kostet in dem Fall, obwohl es dasselbe Stanzelement ist, 28 Euro. Und im Produktpaket werden die 2 Teile quasi bei 33,75 Euro und Stempel und Handstanze werden im Produktpaket bei 45,75 Euro. Also etwas teurer. Da kannst du dann überlegen, was ist dir lieber. Ich persönlich mag die Handstanzen ganz gerne, weil, wie gesagt, man die halt schnell zur Hand hat und mal schnell was ausstanzen kann. Und das ist auch so ein Produktpaket, wo so ein bisschen mein Favorite ist, muss ich sagen. Da kann man nämlich schöne Etiketten hier machen, gerade so für Notizbücher oder so. Das habe ich bisher noch nicht, das werde ich mir auf jeden Fall bestellen. Dann kommen wir in die Niedlichkeitsfraktion, will ich mal sagen. Und wie süß ist bitte das hier? Das ist doch mega, oder? Und das sieht im ersten Moment aus wie ein Hamster. Wir haben uns aber aufklären lassen, das ist kein Hamster, das ist ein Quokka. Ja, habe ich mal gegoogelt, wie das Tierchen aussieht. Das sieht wirklich so aus. Aber da es die Quokkas bei uns nicht gibt in Deutschland, ist es für mich einfach ein Hamster. Ne? Total süß, oder? Also das war das Erste, was ich mir in den Warenkorb gelegt habe. Total niedlich, auch mit den Herzen und so. Total toll. Dann auf der nächsten Seite, auf der Seite 62, hast du die Möglichkeit, Stanzformen zu holen, wo du so Einstecktaschen machen kannst. Oder auf der Seite 63, fand ich auch mega. Du hast jetzt ein Stanzformset, mit dem du Rosetten basteln kannst, weil die sind ja auch in der Regel recht aufwendig. Und ich denke mal, mit diesen Stanzformen geht es wesentlich schneller. Und auch hier findest du immer mal wieder so ein Symbol, hier oben mit so einem Kartensketch, wie du dann quasi so eine Karte aufbauen kannst. Der Sketch ist jetzt quasi hier zu sehen. Genau, also immer mal wieder Anregungen auf jeder Seite. Auf der Seite 64 haben wir was für die Babys, also für Geburt oder Taufe oder für Babypartys. Damit kannst du dann schöne Sachen basteln. Das
Stemmbettset auf der Seite 65 fand ich besonders toll, weil da wieder ein Shopping-Bonus-Stempel drin ist. Ne? Also Shopping-Bonus für dich. Habe ich auch schon tolle Projekte damit gesehen. Und hier oben siehst du auch nochmal so ein Farbrad, ne? Das Symbol. Dazu komme ich aber später, weiter hinten. Und ja, hier mit Burger ein Stempelset. Ne? Wenn man zum Beispiel eine Einladung machen möchte zum Grillen oder so, kann man das verwenden. Das sind leider Gottes nur wieder englische Sprüche drin. Ich persönlich mag es lieber mit deutschen Sprüchen. Dann haben wir hier ein Set mit Schmetterlingen oder hier mit diesen schönen Kreisen. Genau. Hier in the Grove. Also da findest du jetzt erstmal alle Produktpakete, die Stamping Up so im Sortiment hat. Und ab der Seite 74, das ist auch neu, da findest du alle Produktpakete, die es in vorherigen Katalogen gab. Manche haben es ja nicht in den neuen Katalog geschafft. Das sind dann die sogenannten Auslaufprodukte. Der Ausverkauf lief ja bis Ende April und die dann ausgelaufen sind, die Produkte, die gibt es dann gar nicht mehr zu kaufen. Die gehen komplett aus dem Sortiment raus und manche werden dann halt übernommen und die findest du dann hier auf den Infoseiten 74, 75 und so weiter, ne? Mit kleineren Bildern bis zur Seite 80. Genau. Und auf der Seite 81, da hast du eine Übersicht, welche Stempel von Stamping Up angeboten werden. Es gibt ja die sogenannten Gummistempel und es gibt die Klarsichtstempel oder die Photopolymerstempel. Die sind super geeignet, wenn du zum Beispiel genau positionieren möchtest, sind die super, aber das ist auch wieder Geschmackssache. Manche mögen die Gummistempel lieber, manche die Klarsichtstempel. Genau. Und hier dreht sich jetzt alles quasi um die Stempel. Auf der Seite 82 hast du zum Beispiel dann ein paar Infos über die sogenannten Wendestempel. Das heißt, du kannst die von beiden Seiten nutzen. Hier als Beispiel hast du ja den Stern. Hier haben sie die Rückseite erstmal gestempelt. Dann würde das Motiv so aussehen. Wenn du die Vorderseite nimmst, würde das Motiv so aussehen. Also das ist der Sinn von Wendestempel. Du kannst sie von beiden Seiten nutzen. Und was natürlich wichtig ist, um die Stempel zu nutzen, sind die transparenten Blöcke. Da findest du alle Größen. Und im Online-Shop, da siehst du dann auch immer, welcher transparente Block empfohlen wird, wenn du ein bestimmtes Stempelset haben willst. Genau. Dann hier haben wir nochmal ein Klarsichtstempel. Da ist, glaube ich, die Besonderheit, dass man den sowohl als Komplettstempel einfach irgendwo auf einen Acrylblock macht und abstempelt. Ich glaube, man kann hier aber auch die einzelnen Teile nutzen und nur stempeln. Also wenn man nur dieses untere Teil stempeln möchte, geht das natürlich auch. So, auf der Seite 86, da werden die Two-Step-Stempelsets vorgestellt. Das heißt, du hast einen Stempel, wo du nur das Umrissmotiv stempeln kannst und dann gibt es noch einen zweiten Stempel, mit dem du dann das Ganze ausstempeln kannst, also mit einer bestimmten Farbe. Ja, das wird dann hier nochmal Schritt für Schritt erklärt, wie das Ganze funktioniert. Also absolut anfängertauglich, finde ich, mit vielen reichlichen Tipps. Genau, hier kommen wir mehr in die Fraktion mit Schwämmchen und mit dem Wassertankpinsel, dass es die Möglichkeit gibt, ja, auch sowas zu gestalten. Und dann kommen wir auch schon zu den Hintergrundstempeln. Dieser Stempel ist ja mega, den habe ich mir auch schon bestellt, der ist so groß, ne? Also das ist ein richtig großer Stempel, habe ich auch schon viele Projekte gesehen, die super schön sind. Und hier unten siehst du dann auch nochmal die ganzen Hintergrundstempel. Die sind natürlich gut geeignet, um ja auch eine schnelle Karte zu kreieren. Hier auf der Seite 92, da findest du Stempelsets, die von Demonstratoren entworfen worden sind, die sogenannten Umsatzmeilensteilen-Millionensets, ne?
Da findest du dann hier jeweils das Stempelset, was die Demonstratoren selber kreieren durften, inklusive des Namens, wer das quasi gemacht hat. Und dann kommen wir auch schon zum Zubehör auf der Seite 94-95. Da bekommst du einen groben Überblick, was Stamping Up an Zubehör hat, wie Stempelkissen, Stamping Blends, die Blending Pinsel, hier ganz wichtig der Stempelreiniger, Bänder und so weiter. Ne, das findest du auf den Seiten. Auf der Seite 96-97 findest du Stempelsets, um einfach mal Danke zu sagen, um deine Wertschätzung zu zeigen. Hier dieser große Stempel ist auch toll für Anfänger gedacht. Da brauchst du auch nicht viel mehr dazu, um eine Karte zu gestalten, will ich mal sagen. Und auf der Seite 98, da findest du das neue Incolor-Papier. Das bekommst du aber nicht nur in den Incolor-Farben, sondern auch in den anderen Farbfamilien. Das findest du auf der Seite 98 und auf der Seite 99 findest du dann die Größen, was es an Papier gibt bei Stamping Up. Also einmal das ganz große Papier 12x12 Inch und das DIN A4 Papier, auch wieder in allen Farbfamilien und Incolor-Farben. Und hier auch nochmal ist aufgeführt der Farbkarton in Weiß und in Vanille pur. Groß und DIN A4 Größe und auch der extra starke Farbkarton. Das fand ich etwas ungünstig gemacht, muss ich sagen. Da hätte ich mir gewünscht, wenn sie das weiter hinten zu den Farbfamilien packen, weil da habe ich erstmal suchen müssen, wo ich das Ganze finde. Auch ist hier, glaube ich, ein Tippfehler drin beim Farbkarton in Grundweiß oder Vanille pur auch. Da steht pro Farbkarton 16 Euro, weiter hinten steht 14 Euro. Ich habe jetzt auch schon mal geguckt in den Korrekturlisten, da steht aber nichts drin, was jetzt der richtige Preis ist. Ich denke, das sieht man dann erst, wenn man am 1. Mai eine Bestellung machen möchte, was jetzt der aktuelle Preis ist. Also Korrekturen gibt es immer mal, Fehler passieren, ne? Und da versuche ich euch auch eine Korrekturliste auf meiner Homepage zur Verfügung zu stellen, falls es da Ungereimtheiten gibt oder so, dass ihr da mal nachlesen könnt. Und ja, jetzt machen wir weiter auf der Seite 100. Da findest du dieses Symbol, also diese Einkaufstasche mit diesem Herz. Und das bedeutet, dass das Online-Exklusivprodukte sind. Das heißt, das sind Produkte, die du nur im Online-Shop und nicht im Katalog findest. Ne, die werden dann auch alle Vierteljahre mal aufgestockt. Ne, da kommen dann neue Produkte hinzu. Manchmal gibt es die Produkte nur, solange der Vorrat reicht. Manchmal bleiben die länger drin. Das weiß man nie so genau. Ne, genau. Die findest du auf der Seite 100 und 101. Ne, so wie die Stempelsets so heißen. Und hier kommen wir zu Stempelsets, die man auch gemeinsam mit den Kindern oder für Kinder basteln kann. Hier als Beispiel haben sie zum Beispiel ein Memory-Set gemacht, dass du hier Motive hast, wo du auf eine als Karte quasi machen kannst, um ein Memory-Spiel zu basteln. Hier geht es weiter noch mit so einem Kinderset. Auf der Seite 106 findest du dann für die Hochzeit, ne, Save the Date, fand ich auch cool. Und auch hier wieder Online-Exklusivprodukte immer mal wieder zu finden. Auf der Seite 108, 109, da gibt Stamping Up einen Tipp, dass du halt beispielsweise diese Stempelsets nutzen kannst, um etwas zu dekorieren, wie in dem Fall diese Flasche. Wenn du sagst, du hast zum Beispiel zu Hause eine tolle Duftkerze in einem Glas, dann könntest du dieses Stempelset nutzen. Da ist hier auch diese Kerze mit in diesem Glas enthalten. Das könnte man auf so ein Etikett zum Beispiel stempeln und dann an die Kerze dranhängen. Und dann sieht das Ganze gleich viel netter aus. Auf der Seite 110 findest du dann die Spezial Papiere mit Metallic-Effekt. Ne, das sind dann die hier. Auch hier wieder online-exklusiv Produkte, die du dann wieder nur im Online-Shop findest. Auch findest du hier diese Emaille-Flasche. Das bedeutet, wenn du die auf eine Silikonmatte drauf tropfst,
dann entstehen da so kleine Kugeln. Wenn du das Ganze lange trocknen lässt, kannst du die auch wie diese Schmucksteine quasi verwenden. Die muss man dann halt nur aufkleben. Die Schmucksteine sind ja selbstklebend. Aber das wäre auch so eine Alternative. Gibt es auch in verschiedenen Farben bei Stamping Up. Und dann kommen wir auch schon auf der Seite 113 zu den ganzen Geschenkbändern, die Stamping Up anbietet. Hier auch nochmal schön im Überblick, was es an Bänder gibt. Und auf der nächsten Seite findest du dann die ganzen Schmucksteine, die Stamping Up hat. Und auf der Seite 116 findest du alle Klebemittel, wie zum Beispiel Mehrzweckflüssigkleber oder hier so ein Präzisionskleber mit dünner Spitze. Du hast Mini-Klebepunkte oder diese Dimensionals, ne, um mehr Dimensionen auf dein Projekt zu bringen. Du hast die Klebestreifen oder das Abreißklebeband. Dann hast du hier ein nützliches Helferlein, das sind die Klebebögen. Die sind zum Beispiel super geeignet für filigrane Sachen. Also wenn du zum Beispiel Buchstaben ausstanzen möchtest oder filigrane Blumen, lohnt es sich, so einen Klebebogen hinten drauf zu machen, das Ganze auszustanzen und dann kannst du einfach nur die Trägerfolie abmachen und es direkt auf dein Projekt kleben. Und ja, genau, Klebebogen. Dann gibt es hier doppelseitig selbstklebende Schaumstoffbögen. Das ist zum Beispiel auch, um dimensionale Projekte wieder zu machen. Wenn du zum Beispiel einen Spruch hast oder Buchstaben auf ein Projekt setzen willst, die so ein bisschen erhaben sind, sind diese Schaumstoffbögen ganz gut. Und auf der Seite 118 findest du auch wieder Tipps für die Aquarelltechnik. Das finde ich natürlich auch toll. Da sieht man mal, was man für so eine Aquarelltechnik benötigt. Zum einen brauchst du ein Stempelkissen als Permanenttinte. In dem Fall wäre das die Stess-On-Tinte. Also die ist nicht auf Wasserbasis, sondern halt eine Permanenttinte. Mit der stempelst du quasi deinen Umriss und dann kannst du das Ganze auskolorieren. Ne? Da gibt es dann den Wassertankpinsel oder du kannst auch die Stempelkissen dafür nutzen, ne, dass du das mit dem Wassertankpinsel dann auskolorierst. Genau. Oder du nimmst die Aquarellstifte. Die sind ja auch auf Wasserbasis. Man muss ja immer schauen, dass permanent auf Wasserbasis trifft. Ne? Und die werden dann quasi auf Wasserbasis. Genau, auf der Seite 121 findest du dann ein paar Tipps, wie du besondere Karten basteln kannst. Aber die findest du auch immer wieder mal als Anleitungsvideo bei mir auf dem Kanal. Hier unten, das ist auch ein bisschen versteckt, die Unterlegscheiben. Da kann man tolle Schiebekarten zum Beispiel basteln. Auf der Seite 122 bekommst du Tipps und Tricks, wie du Schüttelkarten basteln kannst. Also wir haben einmal Schüttelelemente, du kannst aber auch statt der Schüttelelemente Stanzform nehmen, wenn sie etwas kleiner sind. Ne, kannst du dann auch als Schüttelelement nutzen. Und auf der Seite 124 bekommst du Tipps und Tricks, wie du mit der Maskiertechnik Motive davor oder dahinter stempeln kannst. Das wird dann auch noch mal hier so sehr schön erklärt. Also wirklich anfängerfreundlich gemacht. Auf der Seite 126 wird alles übers Embossen gezeigt. Was brauchst du wieder dazu? Du brauchst also diese Versamark-Tinte. Das ist so eine transparente, klebrige Tinte. Dann brauchst du zum anderen Prägepulver. Da muss ich dazu sagen, eins dieser Prägepulver wird es zum Verkaufsstart womöglich noch nicht geben. Das habe ich schon gelesen, ne? Aber das ist schon nachbestellt. Das dauert halt ein paar Tage, bis das kommt. Ja, und das wird dann quasi das Motiv erst gestempelt mit dieser Tinte. Dann wird das Pulver drüber gestreut und zum Schluss wird das Ganze erhitzt mit dem sogenannten Erhitzungsgerät. Das findest du hier unten. Also alles schön auf einer Seite wieder gezeigt, wie man das Ganze macht. Auch findest du hier auf der Seite 122 mit der Strukturpaste, wie man das macht. Ne? Also da brauchst du quasi die Spatel, die Strukturpaste an sich und noch eine Dekoschablone. Ne?
Genau. Und dann kommen wir auch schon zu den Prägefoldern. Da hast du eine komplette Übersicht. Hier weiß ich, dass zwei Prägefolder in XXL-Version sind. Also die sind genauso groß wie unsere Stanzplatten. Das ist zum einen der Prägefolder 4 mit den Kreisen und der Prägefolder 11. Also die sind richtig groß, ne? So DIN A5 Größe haben die. Und auf der Seite 130 findest du dann die Stamping Plans. Das sind ja Permanentmarker. Und da bekommst du auch wieder Tipps, wie du die einsetzen musst, damit die Farben nicht verwischen oder ineinander zerfließen. Ne? Also da musst du wieder das Gegenstück nehmen. Zu den Stamping Plans brauchst du ein wasserbasiertes Stempelkissen. In dem Fall ist es Memento. Die passen dann quasi super zusammen und die Blends sind gut geeignet, um auch Schattierungen in dein Projekt zu bringen. Und auf der rechten Seite findest du die Stamping Write Marker. Das ist wieder das Gegenstück zu den Stamping Blends. Die sind jetzt auf Wasserbasis. Da benötigst du dann, also die kannst du nutzen, um beispielsweise deine Stempel anzumalen, weil das bekommst du auch wieder von den Stempel runter. Bei den Stamping Blends auf keinen Fall, weil das ja permanent ist. Da wirst du Probleme haben, die Farbe runterzubekommen. Genau. Und auf der Seite 32, 33, das fand ich auch richtig, richtig cool. Ihr habt nämlich hier ein Farbrad. Da seht ihr alle Farben, die Stamping Up momentan anbietet. Und das Originalfarbrad haben alle Demonstratoren auf der letzten Onstage-Veranstaltung bekommen. Da war ich richtig neidisch, muss ich sagen. Ich war ja leider nicht dort. Und da war aber eine große Anfrage und Stamping Up hat uns auch schon gesagt, dass wir das bald zu kaufen geben. Das dauert zwar noch ein bisschen, weil die müssen erst produziert werden. Die werden das Farbrad auch etwas anders gestalten. Das heißt, hier sind ja im Moment schon die neuen In-Color-Farben drin. Die werden sie höchstwahrscheinlich rausnehmen, dass man halt lange was von diesem Farbrad hat und dann kann man das auch käuflich erwerben. Fand ich mega. Und passend dazu gibt es eine Farbenlehre. Fand ich auch super interessant, was es da für Varianten gibt, wie du die Farben einsetzen kannst. Zum Beispiel hier monochrom. Das bedeutet immer zwei Farben, die nebeneinander liegen. Also in dem Falle zum Beispiel Blütenrosa und Calypso oder Limette und grüne Apfel. Also die liegen immer nebeneinander. Das nennt man monochrom. Komplementär heißt immer Farben gegenüberliegend, ne? In dem Fall zum Beispiel jetzt hier Terrakotta und Jade oder wilder Weizen und Babyrosa, also immer wo so ein bisschen gegenüberliegen. Dann gibt es noch die analoge Variante. Das bedeutet, dass die Farben in der Nähe irgendwo liegen. Also in dem Fall Blutrot, das wäre jetzt hier, Calypso wäre hier und Petunienpink wäre hier. Also das liegt alles recht dicht beieinander. Oder als weiteres Beispiel Blaubeere, Südseesommer und Olivgrün. Auch die liegen sehr dicht beieinander. Ne? Die harmonieren quasi ganz gut und damit kann man natürlich auch herumspielen. Also traut euch auch mal neue Farben auszuprobieren. Genau, und dann gibt es noch eine weitere Variante, die nennt sich triadisch. Das heißt, eine Farbe von hier und von hier beispielsweise. Ne? In dem Fall haben sie angegeben Südseesommer, Pfirsichcreme und Sommerbeere. Wo ist Sommerbeere? Genau hier. Ne? Also fand ich auch super interessant. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal das sich genauer anzusehen. Und ja, dann kommen wir schon auf die Seite 135 und das ist wie gehabt. Da seht ihr nochmal alle Farbfamilien im Überblick. Auf der Seite 135 die Pastellfarben. Die könnt ihr dann hier auch, also Farbkarton, Stempelkissen, Nachfülltinte und die Blends findet ihr die Artikelnummern. Weiter unten bekommt ihr auch im Set. Das heißt, ihr könnt euch zum Beispiel, wenn ihr sagt, Mensch, mir gefallen alle Farben von dieser Farbfamilie, könnt ihr zum Beispiel alle Stempelkissen im Set kaufen oder die Stamping Write Marker gibt es im Set. Da steht auch das Designerpapier dabei, was in diesen Tönen ist.
Und auf den Folgeseiten findet ihr dann die weiteren Farbfamilien wie Signalfarben, Prachtfarben, Neutralfarben und hier die Incolorfarben. Genau, und dann haben wir noch die Basisfarben und die sind ja jetzt neu, also die Incolorfarben, die wechseln ja alle 2 Jahre. Das bedeutet, jetzt sind gerade ganz frische Farben reingekommen, die für 2 Jahre gültig sind. Das macht Stamping Up einfach, um ja, die Farben einfach mal ein bisschen mehr aufzufrischen, ein bisschen neuen Wind da reinzubringen. Und was wir auch neu haben, ist Farbkarton in Basic Beige. Zeige ich euch aber auch gleich noch was. Das findet ihr dann auf der Seite 139. Und dann sind wir eigentlich auch fast schon durch. Jetzt kommt das Inhaltsverzeichnis, wo ihr alles nochmal im Überblick seht. Und auf der allerletzten Seite, auf der Seite 144, das ist auch noch wichtig, denn da findet ihr ein Stempelset mit dem Ad-Zeichen. Und zwar steht da Angel Policy, das heißt, alle Motive von Stamping Up sind urheberrechtlich geschützt. Und wenn du sagst, ich möchte mit Stamping Up Produkten basteln und meine Projekte dann irgendwo verkaufen, dann musst du ein Stempel drauf machen mit diesem Ad-Zeichen. Ne? Das findest du dann hier, Ad Stamping Up. Genau, hier kannst du auch nochmal alles nachlesen über die Urheber- und Markenrechte. Ja, und dann sind wir auch schon mit dem Katalog durch. Ich hoffe, ich konnte euch da jetzt ein paar Neuigkeiten zeigen und wie das Ganze so aufgebaut ist. Und jetzt möchte ich euch noch über die Aktion informieren, die ich am Anfang erwähnt hatte. Und zwar biete ich im Mai ein begrenztes, also zeitlich begrenztes Angebot für Probierpakete mit den In-Color-Farben aus. Die findest du auf meiner Homepage, die blende ich dir auch noch mal ein. Und da habe ich verschiedene Pakete gepackt. Das ist als Kennenlernangebot gedacht, wenn du sagst, dir gefallen zum Beispiel die ganzen In-Color-Farben, möchtest aber nicht immer das Ganze im Farbkarton-Set kaufen, dann sind diese Kennenlernangebote vielleicht eine Alternative für dich. Da gibt es quasi alles in kleinen Mengen. Genau, also da habe ich zum Beispiel ein Paket, wo nur Farbkarton der In-Color-Farben ist oder Farbkarton mit Geschenkbändern oder zusätzlich noch mit Schmucksteinen. Ne? Manche Pakete sind mit Designerpapier ausgestattet. Und dann habe ich noch ein Megapaket gepackt und das möchte ich euch kurz vorstellen. Und zwar sind in diesem Paket zum einen alle 5 neuen In-Color-Farben mit drin. Das sind quasi die Farben. Da bekommst du je 2 Bögen von jeder Farbe. Zusätzlich bekommst du noch 2 Bögen in diesem neuen Basic Beige. Dann habe ich mit reingepackt das Designerpapier voller Liebe und Schönheit. Da bekommst du jeweils einen halben Bogen. Das ist ja eigentlich ein großer Bogen. Den schneide ich einmal in der Mitte zusammen. Und da bekommst du quasi einen halben Pack in der Größe 30,5 mal 15,2. Und das sind dann quasi die Bögen, die du erhältst. Ich zeige jetzt einfach mal hier so. Also das sind ganz viele Blütenmuster. Auch wieder in den In-Color-Farben. Genau, das ist in dem Paket mit enthalten. Ich mache das mal so. Zusätzlich habe ich mit reingepackt Designerpapier in klein. Das habe ich jetzt mal hier so aufgefächert. Da bekommst du jeweils 2 Blatt mit der jeweiligen In-Color-Farbe. Die Vorderseiten, die sehen so aus. Also einmal hier mit diesen Zweigen und mit diesem Muster. Und die Rückseite, die sieht dann so aus, einmal gepunktet und einmal gestreift. Und das auch wieder in allen 5 Farben. Das bekommst du noch mit dazu. Zusätzlich bekommst du ein Viertelbogen mit diesen Spezialpapieren, also dieses tolle Glitzerpapier zum Ausprobieren. Auch wieder alle 5 Farben sind mit dabei. Dann ist noch dabei von jeder Farbe 1 Meter Geschenkband. Das lege ich noch mit rein.
Du bekommst Schmucksteine und zwar die runden Harzakzente, insgesamt 30 Stück, jeweils von jeder Farbe 3 kleine und 3 große Schmucksteine. Und dann ist mit dabei Stempelkissen. Ich habe jetzt nur keine Originale, also das sind jetzt meine zum Vorführen. Die bekommst du natürlich original verpackt, auch wieder in den In-Color-Farben. Die lege ich auch noch in das Paket mit rein. Und zusätzlich bekommst du noch von mir ein kleines Überraschungsgeschenk. Das ganze Paket kostet um die 80 Euro, ich glaube 80,50 Euro. Und es ist auch versandkostenfrei. Also wenn du auf meiner Homepage schaust, da gibt es eine Kategorie Probierpakete. Da findest du die ganzen Probierpakete. Und bei diesem Paket, da steht zwar zuzüglich Versandkosten, das ist aber definitiv versandkostenfrei. Das siehst du dann später, wenn du ein Stück weiter gehst. Genau, das zum Thema Probierpakete. Und wie gesagt, die sind zeitlich begrenzt. Bis Ende Mai biete ich das Ganze an. Und dann habe ich noch eine weitere Aktion, die ich dir gerne zeigen möchte. Und zwar ab dem 1. Mai möchte ich gerne deine Treue belohnen. Und da habe ich mir ein Bonuspunktesystem ausgedacht. Und zwar bekommst du pro 35 Euro Nettobestellwert, also Bestellwert ohne Versandkosten, jeweils einen Bonuspunkt. Und wenn du 10 Bonuspunkte gesammelt hast, dann darfst du dir ein Geschenk aussuchen. Und zwar entweder ein Stempelkissen, also ein klassisches Stempelkissen, ne, die großen, oder ein Nachfüller. Du kannst dir aber auch eine Packung Farbkarton in DIN A4 Größe aus den Farbfamilien raussuchen. Ausgenommen sind jetzt hier nur Grundweiß und Vanille pur. Du kannst dir aber auch ein Prägefolder aussuchen oder aber auch eine Packung Stamping Blends deiner Wahl. Und das bekommst du dann mit deiner nächsten Bestellung gratis von mir zugesandt. Und das kannst du natürlich auch nur einlösen bei mir, also nicht über Stamping Up, weil das ein persönliches Angebot von mir ist. Und das ist jetzt natürlich sehr einfach aufgeführt, denn wenn du beispielsweise jetzt für 50 Euro bestellst, dann bekommst du ja quasi für 35 Euro einen Bonuspunkt. Der Zusatz, also die 15 Euro, was du mehr bestellt hast, werden aber auch zu den Bonuspunkten angerechnet. Das heißt, du bekommst quasi nicht nur einen Bonuspunkt, sondern 1,4 Punkte, wenn man es genau nimmt. Ne? Also ich rechne da in Kommastellen, dass da nichts verloren geht. Und ja, so kommst du dann schneller an die Bonuspunkte dran, denke ich. Genau, das wäre noch eine weitere Aktion. Ach so, ausgenommen bei dem Bonuspunktesystem sind reduzierte Artikel, also wie zum Beispiel Auslaufartikel oder Bestellungen, die du über den Online-Shop tätigst, die anonym sind. Da kann ich dann leider auch keine Bonuspunkte geben, weil ich da keinen Namen angezeigt bekomme. Oder wenn du einen Gutschein bei mir einlösen willst und auch die Probierpakete mit dem Papier, die sind auch vom Bonusprogramm ausgeschlossen. Genau, und jetzt kommen wir zum letzten Angebot von Stamping Up. Und vielleicht hast du selbst schon überlegt, Demonstrator zu werden, weil dir die Produkte super gut gefallen, du regelmäßig bestellst und vielleicht auch einen Sparvorteil haben möchtest. Und da hat Stamping Up im Mai ein super knaller Angebot, muss ich sagen. Und zwar, wenn du einsteigen möchtest, dann gibt es ja immer ein sogenanntes Starter-Set. Übers Jahr über ist es üblicherweise ein Starter-Set, wo du für 175 Euro Ware bestellen kannst, zahlst aber nur 129 Euro. Das ist versandkostenfrei. Du bekommst noch Geschäftsmaterialien und Kataloge und so weiter mit dazu. Und im Zeitraum Mai gibt es noch zusätzliche Produkte, die du gratis bekommst. Und zwar die ganzen klassischen Stempelkissen der In-Color-Farben. Du bekommst Farbkarton im Set, ne, in den In-Color-Farben. Auch das Designerpapier, was ich eben gezeigt habe, in den In-Color-Farben, das kleine Papier. Und du bekommst die Stamping-Write-Marker
alles gratis noch on top zu deinem Starter-Set dazu. Das allein hat schon einen Wert von 100 Euro. Also wer da nicht zuschlägt, dann weiß ich auch nicht. Das ist wirklich ein Knallerangebot. Ja, das war das Einsteigerangebot. Und ich hoffe, dass dir meine Aktionen gefallen haben. Das war es heute von mir. Ich wünsche euch nun eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss, eure Mona.